Professor Hans-Anand Pant ist Geschäftsführer der Deutschen Schulakademie und Jurymitglied beim Deutschen Schulpreis. Im Interview spricht er über die Schulen, deren Entwicklung ihn am meisten beeindruckt haben. Herr Professor Pant, was bedeutet gute Schulpraxis? Gute Schulpraxis ist erstmal was, was nie fertig ist, sondern was sich ständig neu erfinden muss in der Schule selber. Wir von der Deutschen Schulakademie, vom Deutschen Schulpreis auch kommen, sagen, es gibt 6 Qualitätsbereiche, die Ihnen bekannt sind wahrscheinlich. Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Schule als lernende Organisation, Verantwortung und auch Schulklima. Und in allen 6 Bereichen muss eine Schule eigentlich ständig sich bemühen, auf dem Stand der Forschung und auf dem Stand der eigenen Erfahrung sich weiterzuentwickeln. Dann entsteht gute Schulpraxis. Wie können Schulen nachhaltig in ihrer Entwicklung gefördert werden? Ja, dann würde ich als erstes den Klassiker nennen, dass man vor allen Dingen natürlich schaut, dass die Ressourcen wirklich stimmen. Und Ressource meint jetzt nicht nur das Geld an sich, sondern dass auch vor allen Dingen Zeit für alle da ist, fürs Kollegium, für die Schulleitung, für die Schülerinnen und Schüler, dass man sich selber immer mal einen Moment zurücklehnen kann, aus dem Tagesbetrieb ausklinken kann und sagen, was machen wir hier eigentlich? Und machen, sind wir noch auf der richtigen Spur? Also Reflexionszeit ist sehr wichtig dafür. Und es gehört natürlich dazu, dass man sich ein Kollegium aufbaut, das kooperativ miteinander arbeitet. Denn das, was an Vielfalt, an Aufgaben heute für Schule ansteht, ist nicht mehr im Einzelkämpfermodus zu erleben. Als Jurymitglied beim Deutschen Schulpreis haben Sie ja häufig mit Schulen zu tun, die Krisensituationen erfolgreich gemeistert haben. Ja. Welches Beispiel ist Ihnen da zuletzt besonders in Erinnerung geblieben? Ja, da gibt es eine Grundschule, die einen Preis bekommen hat, das ist schon eine Weile her, die in Bremen, die Grundschule Bunten-Thorsteinweg. Das ist eine Schule, die kam aus einem, wie wir sagen würden, sozialen Brennpunktumfeld. Das heißt, mehr als 80% der Schülerinnen hatten eigentlich einen sehr problematischen sozialen Hintergrund, auch viele einen Zuwanderungshintergrund. Und die haben sich ganz bewusst auf den Weg gemacht mit wenigen, aber schulweiten Maßnahmen, jahrgangsübergreifendes Lernen zum Beispiel oder auch Hospitationsprogramme oder auch, dass man 2-mal im Jahr Schüler und Schülerinnen aufgenommen hat, dass man da sehr viel flexibler ist. Über die Zusammenarbeit mit den anderen Schulen aus dem Preisträgernetzwerk sind die inzwischen sowas wie einer unserer Stars geworden in der Preisträgernetzwerk. Ja. Die andere Schule, wenn ich das noch erwähnen darf, ist jetzt ganz kürzlich eine deutsche Auslandsschule gewesen, eine in Johannesburg, die hat letztes Jahr den Preis bekommen. Die hat auf unglaublich vorbildliche Weise es geschafft, diese enormen sozialen, auch von den ethnischen Hintergründen her, Unterschiede zu überbrücken, indem sie eben Programme für die sehr benachteiligten Eltern in Soweto für ihre Kinder angeboten hat, in den entsprechenden Armutsvierteln.